Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wo ihr das komplette Hylia Rüstungsset in Zelda Tears of the Kingdom finden könnt. Das ist aber noch nicht alles. Ich erkläre euch zusätzlich alle Effekte des Hylia Rüstungssets und zeige euch außerdem, welche Materialien ihr für alle Upgrades der Hylia Rüstung benötigt und wo ihr die Materialien ganz einfach finden könnt. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wo ihr alle Rüstungssets inklusive der Amiibo-Rüstungssets in Zelda Tears of the Kingdom finden könnt, welche Effekte die Rüstungssets beim Tragen haben und wo ihr die benötigten Materialien für alle Upgrades finden könnt. Machen wir in diesem Video weiter mit der Hylia-Rüstung. Und ja, auch in Tears of the Kingdom gibt es zwei Hylia-Rüstungssets. In diesem Video geht es jetzt also sozusagen um das schwere Hylia-Rüstungsset. Das schwere Hylia-Rüstungsset könnt ihr euch schon recht früh im Spiel holen. Ihr bekommt das schwere Hylia-Rüstungsset in der Ebene von Hyrule im königlichen Geheimgang. Geht hierzu erstmal zum Spähposten. Von dort aus starten wir nun und holen uns auf dem Weg direkt alle drei Rüstungsteile. Geht beim Spähposten in den Schutzraum und lauft in Richtung Norden weiter zur zerbrochenen Wand. Damit ihr hier durchgehen könnt, müsst ihr mindestens eine der vier Hauptmissionen bereits abgeschlossen haben. Lauft hier dann also den Gang geradeaus entlang. Biegt dann nach links ab und lauft dort weiter. Vor euch entdeckt ihr nun einen Raubschleim. Seid ihr schnell genug, dann verwendet nun unterhalb des Raubschleims euren Deckensprung und so kommt ihr nach oben, ohne gegen den Raubschleim zu kämpfen. Oben angekommen, lauft ihr nun weiter, bis ihr links bröcklige Felsen entdeckt. Hier müsst ihr gegebenenfalls die Felsen bei euch erst aus dem Weg sprengen. Lauft hier dann durch den Durchgang weiter. Hier biegt ihr dann wieder links ab, dort entdeckt ihr dann auch schon unterhalb des Raubschleims die Truhe. In der Truhe befindet sich der Hylia Beinschutz. Habt ihr euch den Beinschutz geschnappt, geht es auch schon weiter. Lauft jetzt den Gang wieder raus und biegt dann links ab. Vor euch erscheinen nun einige Stahlmonster. Ignoriert diese einfach und rennt an ihnen vorbei. Lasst euch am Ende nun fallen und lauft oder gleitet den spiralförmigen Weg nach unten weiter. Unten biegt ihr dann nach rechts in Richtung des Wassers ab. Hier schwimmt ihr nun geradeaus weiter, bis ihr links die große Fläche erreicht. Hier lauft ihr nun weiter bis zur Mitte des Raumes und dreht euch dann wieder nach rechts um. Denn im Wasser entdeckt ihr erneut einen Durchgang und dort müsst ihr nun hindurch. Gegebenenfalls habt ihr auch dort wieder bröckelige Felsen, die ihr zuerst entfernen müsst. Lauft hier den Gang entlang, auch hier befindet sich die Truhe direkt links unter dem Eisraubschleim. Da es hier sehr eng ist, ist es schwierig an die Truhe zu gelangen, ohne eingefroren zu werden. Am besten besiegt ihr zuerst den Eisraubschleim. Ist der Eisraubschleim besiegt, kommt ihr auch schon zur Truhe. In der Truhe findet ihr dann den Hylia-Helm. Habt ihr euch den Helm geschnappt, geht es auch hier direkt weiter. Lauft hier ebenfalls den Gang wieder zurück. Im Wasser schwimmt ihr dann nach rechts zu einem kleinen Durchgang. Auch hier müsst ihr gegebenenfalls einige Felsen aus dem Weg sprengen. Ist das erledigt, lauft hier immer weiter geradeaus. Am Ende entdeckt ihr einen weiteren Durchgang. Auch hier könnte es sein, dass ihr einige Felsen entfernen müsst. Lauft hier dann durch den letzten Durchgang.
Auch hier befindet sich die Truhe wieder links, aber dort befindet sich ein Tor. Achtet zudem auf die ganzen Stahlbockblends in dem Raum. Am besten besiegt ihr die zuerst, dann habt ihr erstmal Ruhe. In der hinteren rechten Zelle entdeckt ihr einen größeren Felsen. Entfernt den Felsen, dann entdeckt ihr ein kleines Loch, in das ihr euch anschließend hineinfallen lassen könnt. Hier lauft ihr den Gang bis zur anderen Seite weiter und verwendet am Ende dann noch den Deckensprung. Besiegt oben dann noch schnell den letzten Stahlbockblind. Und schon seid ihr auch schon bei der Truhe. In der Truhe findet ihr die Hylia-Rüstung. So, jetzt habt ihr das komplette Hylia-Rüstungsset erhalten. Kommen wir nun zu den Effekten. Das Hylia-Rüstungsset hat keinen einzigen Effekt, aber einen besonderen Vorteil. Das Hylia-Rüstungsset ist eines von drei Rüstungssets, das auf der maximalen Stufe auf eine Abwehr von 3x28, also 84, kommt. Verwendet also unbedingt gerade in schweren Kämpfen das Hylia-Rüstungsset. So, das waren die Effekte der Rüstung. Kommen wir nun zum Thema Upgrades. Damit ihr nun euer komplettes Rüstungsset auf Stufe 4 upgraden könnt, müsst ihr zuerst alle vier großen Feen in Hyrule befreien. Ich habe euch hier mal die Standorte von allen vier großen Feen auf der Karte markiert. Für weitere Infos schaut gerne mal in die Infokarte oder Videobeschreibung. Dort habe ich euch ein Video verlinkt, in dem ich euch ausführlich erkläre, wie ihr zu den großen Feen kommen könnt und wie ihr die großen Feen befreit. Habt ihr alle großen Feen befreit, dann braucht ihr folgende Materialien für alle vier Upgrades. Für das erste Upgrade benötigt ihr jeweils 3 Bockblin-Herzen, 5 Schleimgelee und 10 Rubine. Für das zweite Upgrade benötigt ihr jeweils 5 Lederbeißeraugen, 3 Moblin-Herzen und 50 Rubine. Für das dritte Upgrade benötigt ihr jeweils 30 Feuersteine, 3 Hinox-Herzen, 3 Exalverschwänze und 200 Rubine. Für das vierte und letzte Upgrade benötigt ihr jeweils 30 Bernsteine, 5 Leunenhufe, 5 Leunenherzen und 500 Rubine. Damit ihr also das Hylia-Rüstungsset auf die maximale Stufe upgraden könnt, benötigt ihr insgesamt 9 Bocklin-Herzen, 15 Schleimgelee, 15 Flederbeißeraugen, 9 Moblin-Herzen, 90 Feuersteine, 9 Hinox-Herzen, 9 Exalverschwänze, 90 Bernsteine, 15 Leunenhufe, 15 Leunenherzen und insgesamt 2280 Rubine. Aber wo bekommt man das ganze Zeug denn jetzt nur her? Starten wir mit den Bocklin-Herzen. Bocklin-Herzen erhaltet ihr per Zufall von den blauen, schwarzen und silbernen Bocklins. Ihr findet viele Bockblins und einen silbernen Bockblin in der Ebene von Hyrule in der Nähe der Hyrule Garnisonsruinen. Weitere Bockblins und auch einen silbernen Bockblin findet ihr in der Ebene von Hyrule beim Turm der Ebene von Hyrule. Weitere schwarze Bockblins findet ihr in Firon beim Fischtal. Noch mehr schwarze Bockblins findet ihr in Firon an der Clarinetta-Küste. Und weitere schwarze Bockblins findet ihr in Akala bei der inneren Akala-Ebene. Übrigens, falls ihr an den genannten Orten keine schwarzen oder silbernen Bocklins finden könnt, dann müsst ihr euer geheimes Level in Tears of the Kingdom erhöhen. Ich habe zum geheimen Level-System von Tears of the Kingdom bereits ein ausführliches Video hochgeladen. Schaut dazu gerne mal in die Infokarte oder Videobeschreibung, dort habe ich euch das Video verlinkt. Weiter geht es jetzt mit dem Schleimgelee. Ihr findet viele Schleime in Vestnekluda, direkt südlich des Preludia-Flusses. Lauft hier an den Bäumen vorbei. Hier springen bereits viele Schleime von den Bäumen. Braucht ihr noch mehr? Weitere Schleime findet ihr in der Ebene von Hyrule rund um den Schwellposten. Hier findet ihr jeweils im Osten, Süden und Westen 2 Schleime. Kommen wir jetzt zu den Flederbeißeraugen. Flederbeißer findet ihr in großen Mengen nachts in der Nähe von Höhlen. Ihr findet viele Flederbeißer in der Ebene von Hyrule bei der Höhle an der Farmruine. Der große Schwarm ist nicht zu übersehen.
Nehmt hier im besten Fall einen Meerschussbogen und eine Donnerblume und ballert damit so viele Flederbeißer vom Himmel wie möglich. Braucht ihr noch mehr? Ihr findet einen Schwarm Flederbeißer ebenfalls in der Ebene von Hyrule beim Gongol-Hügel. Auch hier befinden sich die Flederbeißer in der Nacht in der Nähe der Höhle am Gongol-Hügel. Kommen wir jetzt zu den Moblin-Herzen. Moblin-Herzen erhaltet ihr per Zufall von blauen, schwarzen und silbernen Moblins. Ihr findet viele Moblins in Akala, auf der Ebene und im Hochland von Nord-Akala. Hier befinden sich bereits über 10 Moblins bei den Markierungen. Braucht ihr noch mehr? Weitere Moblins findet ihr in der Ebene von Hyrule in der Nähe des Komolo-See. Auch hier findet ihr gut verteilt knapp 10 Moblins. Übrigens, wollt ihr zu 100% ein bestimmtes Monstermaterial erhalten, dann speichert einfach vor einem Monster ab. Und ladet erneut, falls das Monster nicht das gewünschte Material fallen lässt. Machen wir jetzt weiter mit den Feuersteinen und Bernsteinen. Feuersteine und Bernsteine bekommt ihr in ganz Hyrule zufällig von normalen und seltenen Erzbrocken. Ihr findet extrem viele Erzbrocken in Eldin. Ich habe euch die seltenen Erzbrocken mit einem Erzbrocken-Symbol markiert. Wie schon gesagt, droppen Edelsteine nur per Zufall. Wollt ihr aber zu 100% zum Beispiel Bernsteine oder Feuersteine bekommen, dann speichert einfach vor einem Erzbrocken ab und ladet erneut, falls ihr nicht die gewünschten Edelsteine erhalten habt. Braucht ihr noch mehr? Ihr bekommt Feuersteine und Bernsteine ebenfalls per Zufall von fast allen Ivaroks. Ich habe euch auf der Karte sämtliche Ivaroks auf der Oberwelt markiert. Und hier habe ich euch auf der Karte alle Ivaroks im Untergrund markiert. Kommen wir jetzt zu den Hinox-Herzen. Hinox-Herzen erhaltet ihr per Zufall von allen Hinox-Varianten, außer den Stahl-Hinoxen. Ich habe euch auf der Karte sämtliche Hinoxe auf der Oberwelt markiert. Und hier habe ich euch alle Hinoxe im Untergrund auf der Karte markiert. Machen wir weiter mit den normalen Exalverschwänzen. Normale Exalverschwänze erhaltet ihr per Zufall nur von den normalen grünen Exalfossen. Ich habe euch hier beim Sumpf von Ranel und auf dem Weg zum Dorf der Zoras sehr viele Exalfosse markiert. Jetzt fehlen nur noch Leunenhufe und Herzen. Leunenhufe erhaltet ihr per Zufall von allen Leunenvarianten. Leunenherzen erhaltet ihr per Zufall von blauen, weißen und silbernen Leunen. Ich habe euch auf der Karte sehr viele Leunen auf der Oberwelt markiert. Und hier habe ich euch auf der Karte sehr viele Leunen im Untergrund markiert. Falls ihr übrigens Probleme beim Kämpfen gegen Leunen habt, dann schaut mal in die Infokarte oder Videobeschreibung. Danach sind Leunen für euch kein Problem mehr, garantiert. Übrigens, vergesst nicht, dass alle Gegner bei einem Blutmond wieder neu spawnen. Also falls euch noch Material fehlt, dann schaut bei den eben genannten Gebieten nach einem Blutmond wieder vorbei. Habt ihr alle notwendigen Materialien eingesammelt, dann geht zu irgendeiner großen Fee und verbessert dort euer Hylia-Rüstungsset viermal auf die maximale Stufe. So, jetzt habt ihr das Hylia-Rüstungsset auf der maximalen Stufe 4 mit einem Rüstungswert von 3x28, also 84, erhalten. In weiteren Videos erfahrt ihr dann, wo ihr die anderen Rüstungssets finden könnt, welche Effekte die Rüstungen haben und woher ihr das nötige Material für die Upgrades bekommt. Schreibt mir gerne in den Kommentar, welches Rüstungsset ihr als nächstes sehen wollt. Ich habe euch mein Video zum Sagono Deluxe oben rechts in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst eine Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!